Ich spreche für die Berliner Stadtmission und ja, erstmal mein größter Respekt und Dank, was hier geleistet worden ist von den Ehrenamtlichen. Ich habe sowas noch nicht gesehen in meinem Leben und jedes Mal, wenn ich unten durchgegangen bin, war ich tief berührt, weil es unglaublich ist, was Berlin kann, weil es unglaublich ist, was Menschen können, wenn sie mit einer gemeinsamen Sehnsucht, nämlich der zu helfen, unterwegs sind. Danke für all das und danke auch, dass viele bis an die Erschöpfungsgrenze gearbeitet haben. Wir haben als Berliner Stadtmission schon ganz am Anfang den Kontakt gesucht, haben überlegt, was können wir tun, wie können wir euch unterstützen in der Arbeit, wie können wir Verbindungen schaffen als etablierte Organisation. Weil manchmal braucht man einfach eine Spendenquittung für gespendete Lebensmittel. Und die geht nicht bei Telegram, aber wenn man dann eingetragener Verein ist, funktioniert das auf einmal. Da haben wir einfach versucht zu tun, was wir können und sind jetzt dankbar, dass wir das Vertrauen bekommen haben, dieses Ankunftszelt hier zu organisieren. Wir sind gerade dabei, Strukturen aufzubauen, auch dafür zu sorgen, dass Menschen da sind, 24/7, die sozusagen Backup bilden. Es wird auch in Zukunft, in den zukünftigen Wochen und Monaten, nie ohne Ehrenamtliche gehen. Denn Ehrenamtliche sind das Gesicht dieser Stadt. Und was die Menschen als erstes brauchen, ist jemand, der sie willkommen heißt, der sie vielleicht in den Arm nimmt, der einfach ein gutes Wort hat. Und da sind wir alle gefordert. Und da wird diese ganze Stadt gefordert sein, nach und nach Verantwortung da zu übernehmen, damit die, die in den ersten Tagen hier in der ersten Reihe standen, auch mal Luft holen dürfen und vielleicht auch mal schlafen und wieder Kraft schöpfen. Ja, hier in der Halle soll sozusagen das Willkommen fortgesetzt werden und Herr Krieg, unser leitender Mitarbeiter hier, ist dabei, seinen Mitarbeiterstab aufzubauen, dafür zu sorgen, dass hier erstmal das da ist, was die Menschen brauchen, nämlich eine erste Information, dass es eine Spielecke gibt da hinten für die Kinder, die ist direkt da, wo es am wärmsten ist in dieser Halle, dass man einen Tee bekommt, einmal tief durchatmet, bevor es weitergeht, damit die Menschen das Gefühl haben, ich weiß, wo ich hinkomme, ich werde nicht verschoben, sondern ich werde hier begrüßt und ich bin hier willkommen. Das ist unser oberstes Ziel. Ja, und wie kann man das unterstützen? Es gab ganz viele Sachspenden am Bahnhof, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist erstmal wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir das in gute Kanäle bringen. Manchmal ist auch einfach Geld hilfreich, damit die Dinge besorgt werden können, direkt und unmittelbar, die gebraucht werden. Und insofern gucken Sie erst, welche Hilfe gebraucht wird. Fragen Sie lieber einmal nach oder schreiben uns eine E-Mail und dann können wir so effektiv gemeinsam helfen, wie es die Situation erfordert. Und das werden wir jeden Tag neu bewerten. Das haben wir schon in der letzten Woche so erlebt. Ich würde gerne noch was zu dem Thema Sachspenden sagen, weil Herr Cicconi hat das ja sehr diplomatisch formuliert. Also wir sind total begeistert über die große Spendenbereitschaft, aber nicht an jeder Stelle hilft die Spende. Und wir haben deswegen jetzt organisiert mit Tamaya, auch ein erfahrener Träger, dass es einen zentralen Sammelpunkt für Sachspenden gibt. Das ist am Parkplatz 3, Columbia-Damm, bekannt als Hangar 1. Dort kommen alle Sachspenden hin, von dort aus findet dann noch eine Verteilung statt. Wir hatten die Situation, dass hier am Bahnhof so viele Sachspenden waren, dass eine Brandlast war, also wirklich eine Gefahr. Wir haben am Abend die Situation gehabt, dass es so viele Sachspenden gab, dass Räume, wo Menschen sich aufwärmen sollten, vollgestellt waren. Das gleiche am Zock, dass ein Zelt, was die Malteser in unserem Auftrag aufgebaut haben, damit Menschen zur Ruhe kommen können, mit Sachspenden voll waren. Also deswegen, wir wissen, dass hinter jeder Spende auch ganz viel Liebe steckt. Unsere Bitte ist, die Liebe vielleicht ein bisschen Richtung Columbia Damm und Hangar zu kanalisieren, weil es dann auch die Abläufe der Ehrenamtlichen, der sozialen Träger, aber auch für die Hauptamtlichen einfach erleichtert. Wurden 23.000 Arbeitsstunden von Freiwilligen geleistet. Freiwillige haben in den letzten Tagen sichere Strukturen geschaffen für die Anliegen von besonders schutzbedürftigen Menschen wie Kindern, BIPOC und queeren Menschen. Diese Strukturen müssen prioritär ausgebaut und fortgesetzt werden. Wir setzen auf die Kooperation aller Akteure. Die Eröffnung des Ankunftszeltes ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Wir hoffen, dass zukünftig eine durchgehende Versorgung mit Lebensmitteln, Warmwasser und Strom ermöglicht wird. Zudem erwarten wir, dass sichere Unterbringung 24/7 gewährleistet ist. Wir begrüßen daher den Einsatz und das Engagement der Politik,
Die Aufgabe ist groß und herausfordernd. Das haben wir eindrücklich in den letzten Tagen erlebt. Die Freiwilligen sind da, Berlin ist da, am Hauptbahnhof, am zentralen Omnibusbahnhof, am Südkreuz. Wir möchten konstruktiv in den kommenden Tagen und Wochen unterstützen. Unser Dank gilt den Helfenden an den Stationen, den Spendenden und den Menschen, die ihren Wohnraum in dieser Not teilen. Euer Engagement sollte Berlin berühren. Macht weiter so. Vielen Dank.